Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mit offenen Karten. Heute geht es um Kaliningrad, ein kleines russisches Gebiet innerhalb der EU. Die Stadt Kaliningrad an der Ostsee war bis zum Zweiten Weltkrieg deutsch und hieß Königsberg, woran einige mehrfarbige Häuser erinnern. Sie wurde dann in Kaliningrad umbenannt und auch einige Beispiele sowjetischer Architektur sind hinter mir zu sehen. Nach dem Zerfall der UdSSR wurde Kaliningrad zu einer russischen Exklave zwischen den EU-Staaten Litauen und Polen und die Entfernung nach Berlin ist kleiner als die nach Moskau, was für den Kreml Vor- und Nachteile hat. Einerseits konnten in Kaliningrad die Menschen die Werte der EU liebgewinnen, andererseits ist es für Wladimir Putin als Vorposten, als Fenster zu Europa von Interesse. Das wird auf den Karten deutlich. Kaliningrad ist für Moskau also von großer strategischer Bedeutung, in geografischer und wirtschaftlicher, aber auch in militärischer Hinsicht. Denn seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 wächst die Sorge in den osteuropäischen Hauptstädten und die NATO entsendet Truppen, um die Sorgen zu beschwichtigen. Weiter nördlich führte Schweden sogar die Wehrpflicht wieder ein. Die Spannung ist also auf dem Höhepunkt in der Oblast Kaliningrad. Natürlich sind in erster Linie die Menschen in Kaliningrad von der Zunahme der Spannungen zwischen Moskau und der EU betroffen, auch wenn sie sich nicht unbedingt dazu äußern. 70% von ihnen haben ein Schengen-Visum, ausgestellt von den Konsulaten Litauens, Deutschlands oder Polens in Kaliningrad. Man kann die EU mögen und sich gleichzeitig als Russe fühlen. In Kaliningrad ist das nicht unvereinbar. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald.